Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Play mit mir, Clash of Clans. Worum soll es heute gehen? Ja, es geht eigentlich um ein Thema, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist. Jetzt nicht hier wirklich in-game, weil in-game funktioniert es ja nicht mehr. Ihr kennt das, wir haben nur noch einen Chat, wir haben hier so tolle angepinnte Nachrichten und das war's. Mehr geht hier halt nicht. Es geht mal wieder um die sogenannte Membersuche. Also um die Membersuche, wie finde ich neue Leute? Außer dass ich jetzt werbe. Ich kann jetzt immer werben hier in meinen Videos oder auch in den Livestreams oder auch auf Twitch, auf TikTok, auf Instagram. Überall kann ich natürlich meine Werbung schalten. Ich suche hier Rathaus 15, 16, 14, 13, 12, 11, 10. Ja, in allen Clans. Ich teile auf euch. Ihr könnt euch überall bewerben. Ich teile euch dann auf. Aber wie findet man eigentlich Member? Natürlich die billigste Art und Weise ist, wenn man hier einmal schaut, ich glaube in Social ist das, Search Players, in Search Players ist es nicht, Profile Clan, Find New Member. Hier kann man natürlich in diese Filtergeschichten reingehen, ihr wisst selber, da hält glaube ich die gesamte Clash of Clans Welt gar nichts von, weil jeder ist natürlich sich selbst der Nächste. Ihr müsst das schon gewissenhaft ausfüllen hier, ob ihr Noob seid, ob ihr Pro seid, ob ihr tolle Clanspiele macht und so weiter. Ich fülle das immer aus, obwohl das bei mir auch null stimmt, aber hier nach Leute zu suchen und zu finden. Ihr findet mich hier auch, weil ich lasse mich auch hier immer in die Suche eintragen. Aber letztendlich, wenn du dann mal von hier einen haben willst und lädst den ein, dann wird er nicht kommen. Ja, weil der ist in irgendeinem Stammclan und hat den Haken drin. Ja, nehmt mich mal bei der Suche rein. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, allerdings ist es, glaube ich, die schlechteste Möglichkeit der Welt hier, in Clash of Clans überhaupt Leute zu finden, die mit dir in den Krieg, sage ich mal, ziehen. Eine andere Möglichkeit oder etwas andere Möglichkeiten, die es natürlich gibt, wären jetzt im internationalen Bereich Reddit. Ja, im Reddit-Bereich. Ich gucke mal gerade, ob es das auch wirklich gibt. Ich meine, ich bin da auch irgendwo Member. Reddit Clash of Clans. Ich glaube, ich bin da auch irgendwo Member. Ich meine, wenn ich mich jetzt einlogge, dann bin ich da eingeloggt. Ja, ich bin hier irgendwie mit mir eingeloggt. Ja, okay. Ich bin hier irgendwo mit mir eingeloggt. Ich schalte mal eben durch auf den vermeintlichen Main-Monitor. Dann seht ihr hier jetzt meinen Bildschirm. Also das ist natürlich auch eine weitere Sache hier in Recruiting oder von Reddit Clash of Clans. Hier gibt es auch Recruiting, natürlich eher international und nicht unbedingt für eure Sprache. Ich gucke hier nur sehr rudimentär rein. Liegt halt daran, dass hier auch viel geleakt wird. Hier wird viel, was kommt. Ja, was auf jeden Fall kam. Das kam nicht von hier, sondern das kam aus einer anderen Plattform. Das kam nämlich aus der Plattform X. Es gibt natürlich noch die Plattform X, also ehemals Twitter oder Twitter ehemals X. Dort habe ich aber eher weniger Werbung gesehen. Und es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, natürlich auf Instagram oder auch von mir auch auf TikTok, weil TikTok, ich kenne TikTok gar nicht, Leute. Ich glaube, das macht einen nur nervös und verrückt, aber letztendlich gibt es hier noch eine andere Sache, die mir heute mal wieder aufgefallen ist, wenn ich hier mal in mein Gmail kommen würde. Ja, es gibt das deutsche Clash of Clans Forum und hier kriege ich immer eine Zusammenfassung von den neuesten Themen und die Themen drehen sich hier immer. Also es gibt fast keine anderen Themen, jeden Monat oder immer, wenn was Neues kommt, ja, beste Themen, Clan im Aufbau, extrem aktiver Clan, sucht neue Leute. Also so findet ihr natürlich auch Leute, ganz abseits jetzt des Games. Was schon schwer genug ist, weißt du. Du musst dann gucken, ich bin der Merk, ich heiße Ingame, aber immerhin hat er seine Clan-ID mit reingeschrieben hier. Dann kannst du die Leute natürlich suchen. Die Dark Knights, die besten CB-Truppen und mehr gab es dann auch schon nicht, weißt du. Das sind jetzt auch 4, 5 Posts, aber es gibt natürlich noch jüngere und auch hier gibt es immer noch neue Mitglieder, 9 Stück. Also es gibt ein bisschen Zuwachs, es gibt neue Themen, aber die meisten Beiträge, Leute, die zielen halt darauf hin, dass wir irgendwo hier irgendwas suchen, beziehungsweise einen Clan suchen oder einen Clan sucht Leute. Die nächste Möglichkeit ist dann die Möglichkeit, die mir so ein bisschen aufgestoßen ist, muss ich sagen. Das ist nämlich bei mir im Discord. Da gibt es nämlich auch einen Kanal. Warte mal, ich hole euch mal meinen Discord nach vorne. So, hier ist mein Discord mal
für euch sichtbar. Also das ist mein Discord-Server. Und es gibt hier auch einen Kanal. Ich guck mal gerade, wer da eigentlich willkommen war. Oh, das waren tatsächlich die Leute eben aus dem Stream. Vielen lieben Dank, dass ihr hier reingekommen seid. Hier, der eine hier ist so ein E-Sportler und schlägt immer die Clans Bangladesch. Naja, die schlagen wir alle. Aber es gibt hier auch einen Kanal Clan-Werbung. Dort könnt ihr eure Clans bewerben oder euch auch gerne bewerben. Ja, ich lasse immer das drin für den laufenden Monat, was reingekommen ist. Allerdings muss ich sagen, ihr seht hier jetzt so ein paar Kürzel hier, weil ich bin jetzt gerade online und deswegen sind hier einige Namen gekürzt. Wenn ich gleich offline gehe, also das OBS ausmache, dann stehen hier wieder die richtigen Namen. Aber der Timbo Play hier und der Kovac hier, die schreiben hier fast jeden Tag, dass sie etwas suchen und finden wollen. Das macht auch keinen Sinn. Ihr seht das sind Doppelposts hier, ne? Das sind Doppelposts und ich gehe dann immer hin. Ich bin ja so ein treudover Trottel. Ich gehe dann immer hin, nehme die Mail hier von Timbo, weil die ist da unten auch nochmal. Die lösche ich einfach, weil am 1. des nächsten Monats lösche ich sowieso alle Posts hier. Die lösche ich, weil es gibt sie unten ja nochmal hier. Ja, es ist die gleiche Werbung. Es gibt sie ja nochmal und jetzt habe ich natürlich auch noch den ihn hier drin von der Frost Nation. Der hat sich selber, glaube ich, schon gelöscht, weil den gab es eigentlich zweimal. Ich glaube, er hat mittlerweile geblickt, dass es nichts bringt, hier in diese Discords rein zu posten. Wir suchen und nach 6 Stunden machst du es auch wieder, weil in diesem Kanal darf man nur alle 6 Stunden etwas reinschreiben und wenn du irgendwas vergisst, dann kannst du die Nachricht auch nicht editieren oder so, weil es ist halt ein 6 Stunden Schreibschutz drauf, dass hier nicht so rumgespammt wird. Aber letztendlich mache ich am 1. diesen Kanal auch wieder dicht, aber so findet man natürlich Leute und ihr seht, ich bin ja in einigen Discords hier, nicht nur jetzt was Clash of Clans angeht. Die meisten sind natürlich so ein bisschen Clash of Clans. Ja, da gibt es den Rambazamba Club und in fast jedem gibt es irgendwo Suche, Finde und auch hier beim 5 gegen 5 oder wen haben wir hier noch? Okay, bei Henrik gibt es das eher nicht. Das sind hier die Basebuilding-Kanale. Beim Nubbles Event gibt es das auch, Suche, Finde. Ja, im Wiki, glaube ich, gibt es das auch. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber letztendlich bringt es nichts, die Werbung hier jeden Tag zu platzieren. Also mir geht das hier unten so ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen, von den beiden, weil die posten, wie gesagt, jeden Tag oder jeden zweiten Tag und ich lösche das immer ganz brav. Von den anderen beiden lasse ich das drin hier. Die sind vom 12.07. Die sind halt aus diesem Monat. Am 1.08. lösche ich den ganzen Kanal und dann müssen die alle sowieso neu anfangen. Ich habe noch kein Skript gefunden, wo ich sagen kann, pass mal auf, Skript, lauf mal jeden 1. los und mach den Kanal wieder frei. Das gibt sicherlich irgendwo so Programmierer, die hier für Discord was tun können, aber ich habe noch nichts dafür gefunden, obwohl ich hier auch in dem Discord bin, habe ich so ein Skript noch nicht gefunden. Vielleicht sollte ich einfach mal nur nachfragen. Aber so kann man Member wählen bzw. finden und trotzdem könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie schwierig ihr das findet oder wie nicht schwierig ihr das findet, neue Leute zu suchen. Also ich suche auch neue Leute. Ich suche Rathaus 16 bis Rathaus 10, 9er, 8er und so, die suche ich tatsächlich wirklich nicht, aber alles andere kann ich natürlich gebrauchen bei den Herausforderern, bei Free-to-Play in Totos Bande. Und ich hoffe, das war in der August-Season. Ich glaube, in der August-Season kriegen wir es noch nicht wieder hin, dass wir in Clan Deutschland Ad auch wieder Clan-Kriege neben der Liga spielen können. Ich denke mal, das wird nicht funktionieren. Aber mal gucken. Da ist ja das letzte oder der letzte Satz oder Wort noch nicht gesprochen. Aber hier in-game hat sich auf jeden Fall auch was getan. Erstmal wollte ich mich bedanken dafür, dass ihr mir so tolle Kommentare geschrieben habt wegen dem einen Angebot. Ich habe das Angebot übrigens immer noch mit Avatar. Ich wollte nur sagen, ich habe das Angebot. Ich habe mich für die nicht gefreut. Der eine hat das irgendwie falsch verstanden bei mir in den Kommentaren. Ich habe mich natürlich nicht für die gefreut, die das Angebot nicht haben als Rathaus 15er, sondern habe mich eigentlich gewundert, dass es nicht nur Rathaus 15er sind, sondern es hat heute einer geschrieben, dass auch ein Rathaus 10 einer seiner Accounts in Rathaus 10 dieses Angebot bekommen hat, das ist scheinbar völlig random, dieses Angebot bekommen hat und sein 15er nicht, sein 16er nicht, alle anderen nicht, aber sein Rathaus 10er. Also da bin ich nur überrascht, finde ich recht cool. Warum dieser Algorithmus so zustande kommt, weiß ich nicht, aber es ist heute noch was getauscht worden, Leute, mit Gems. Hier gab es ja als zweites hier zu kaufen, nicht dieses Ding hier, die will ich jetzt nicht kaufen, diese Champions-Flamme, aber hier gab es ja eigentlich erst einen Latschen, den hat man tatsächlich getauscht, weil keiner kauft Latschen. Keiner kauft Latschen. Also so pushen. Obwohl, das sahen ja eher so aus wie Olympioniken.
Sandalen oder so, will ich mal sagen. Aber die Champions-Flamme kaufen wahrscheinlich mehrere. Sieht auch ein bisschen schicker aus, muss ich sagen, als das andere Ding. Vermutlich auch animiert. Was mir hier immer ein bisschen fehlt, ist so wie bei hier der Info-Button. Oder aber wie bei den Helden, die ich auch noch nicht alle habe. Ah, mit dem Account sowieso nicht. Oder hier wie bei dem Helden so eine kleine Vorschau auch von den Obstacles, also von den Hindernissen. Aber egal. Egal, ist 88, ich weiß. Okay, hier spenden wir eben mal durch. So, wir haben ja aber auch schon wieder gefunden. Also, es geht auf jeden Fall schon wieder ans Clanburgen beschaffen. Davon mal auch noch ein Video. Wie ihr am effektivsten eure Clanburgen befüllt. Also, wie ihr es am effektivsten, am einfachsten gestaltet. Proaktiv, semi-aktiv oder gar nicht aktiv. Wenn euch das Ganze trotzdem auf den Freitag gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Das geht so. Abo da lassen ist hier umsonst. Auch auf Twitch ist ja der Follower immer umsonst. Also twitch.tv/totoclashed ist dort auch völlig umsonst. Ruhig die Glocke da aktivieren oder so ein Follow klicken. Kostet euch nichts. Und dann sehen wir uns in jedem Fall in den nächsten Videos oder auch in den Livestreams. Ich würde sagen, ich wünsche euch erstmal vorab schon mal ein schönes Wochenende. Bis dahin, Leute. Danke fürs Zuschauen. Obwohl wir gar nicht geclashed haben, ne? Euer Toto. Clashed.